Fastback Party und heute gibt es mal kein Plätzchenrezept. Heute machen wir mal wieder eine leckere Torte zusammen. Und zwar machen wir heute eine winterliche Apfeltorte mit einem leckeren Biskuitboden. Dann machen wir da noch einen leckeren Apfelkompott dazwischen und eine leckere Creme. Und bis das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Für den Biskuitboden brauchen wir 100 Gramm Mehl und 75 Gramm Speisestärke, 200 Gramm Zucker, 6 Eier. Dann habe ich hier 75 Gramm gemahlene Mandeln. Die habe ich in der Pfanne schon ein bisschen angeröstet. Das müsst ihr nicht machen, ich mag das Aroma so lieber. 30 Gramm Kakao. Und dann habe ich hier 40 Gramm zerlassene Butter. Die habe ich einfach in der Mikrowelle ein bisschen erhitzt. Und wer mag, kann noch einen halben Teelöffel Lebkuchengewürz mit reingeben. Die genauen Mengenangaben und die ganzen Zutaten, alles findet ihr übrigens unten in der Infobox. Da verlinke ich immer meinen Blog, wo das Rezept steht. Da müsst ihr einfach unten auf Info drücken. Als erstes verrühren wir jetzt die Eier und den Zucker miteinander. Und das schlagen wir eben so lange auf, bis die Masse an Volumen deutlich zugenommen hat und es eine festere Masse wird. So sieht die Masse jetzt auf und die ist schön luftig, schaumig aufgeschlagen und ist ein bisschen dickflüssig geworden. Und es ist auch ganz wichtig, sonst habt ihr nämlich keinen richtigen Biskuitteig. In einer Schüssel habe ich jetzt alle trockenen Zutaten hineingegeben und verrührt die grob, weil wir die jetzt dann noch über die Masse sieben. Und wie gesagt, die trockenen Zutaten geben wir jetzt durch ein Sieb, damit auf jeden Fall keine Klümpchen drin sind und wir dann einen schönen feinen Biskuitboden bekommen. Und mit den trockenen Zutaten geben wir jetzt auch noch die zerlassene Butter hinzu. Die darf aber nicht heiß sein, die muss schon wieder auf Zimmertemperatur runtergekühlt sein. Das ist ganz wichtig, das rühren wir nicht unter, sondern das heben wir nur ganz sanft unter, bis keine Mehlnester mehr drin sind. Und den Biskuitteig geben wir jetzt in eine Springform. Ich backe den heute mit der Isoliermethode, weil ich einen möglichst gleichmäßig aufgegangenen Biskuitteig haben möchte. Wie das funktioniert, das habe ich ja schon mal in der Tiramisu-Torte gezeigt. Die verlinke ich euch einfach hier, dann könnt ihr euch das da anschauen. Und gebacken wird er jetzt bei 180 Grad, Ober- und Unterhitze etwa 30 Minuten. Ihr kontrolliert dann einfach mit der Stäbchenprobe, wann er fertig ist. Wenn der Biskuitteig jetzt im Ofen ist, könnt ihr schon mal den Kompott herstellen, da er auch auskühlen muss. Und dazu brauchen wir 4 Äpfel, da verwendet ihr am besten süßliche Äpfel. Dann habe ich hier ungefähr einen Teelöffel Zimt. Es kommt darauf an, wie sehr ihr Zimt mögt. Ich mag es ganz gerne, deswegen gebe ich einen Teelöffel rein. Wer gar keinen Zimt mag, kann es natürlich komplett weglassen oder nur ein bisschen reingeben. Und dann habe ich hier noch 60 Gramm Eierlikör, weil ich das ganz gerne mag zu den Äpfeln. Wenn Kinder mitessen oder ihr das anderweitig nicht mögt, dann könnt ihr einfach ein bisschen Zitronensaft nehmen, das geht auch. Als erstes müssen wir jetzt die Äpfel alle schälen und ganz fein schneiden. Ich werde sie in meinem Thermomix kurz zerkleinern. Oder ihr habt ein anderes Schneidegerät, wo ihr sie ganz klein bekommt. Oder ihr müsst sie halt mit der Hand schneiden. Zu den zerkleinerten Äpfeln, also die sind richtig schön klein geschnitten, kommt jetzt noch der Eierlikör und der Zimt. Und das erhitzen wir jetzt eben auf einer Herdplatte, bis es leichtes Köcheln anfängt. Und dann lassen wir es etwas bei mittlerer Hitze noch vor sich hin köcheln, bis die Äpfel dann weich sind. Ich habe es jetzt etwa 10 Minuten köcheln lassen auf mittlerer Hitze und der Apfel ist jetzt schön weich. Trotzdem hat man noch etwas, auf was man beißt. Und so lasst ihr das jetzt abkühlen. So sieht der Biskuit jetzt nach dem Backen aus und wie ihr sehen könnt, ist er schön aufgegangen und den lösen wir jetzt noch aus der Form zum Auskühlen. Und so lasst ihr ihn jetzt komplett auskühlen. Ich habe jetzt hier meinen ausgekühlten Biskuitboden und wie ihr sehen könnt, ist er schön gleichmäßig nach oben gebacken. Das ist eben diese Isoliermethode und den müssen wir jetzt eben noch zweimal durchschneiden.
jetzt hier meine drei Tortenböden. Gibt es natürlich unterschiedliche Methoden, wie ihr die schneiden könnt. Mit einem Draht, einem Faden oder mit so einem Messer. Mich würde mal interessieren, wie ihr eure Tortenböden schneidet und wie ihr da die besten Erfahrungen habt. Weil ich bin dann immer noch ein bisschen am Ausprobieren. Und den untersten Tortenboden habe ich jetzt auf meine Tortenplatte gegeben. Falls es noch transportiert, gibt es am besten gleich auf eure Transportbox. Und darum werde ich jetzt mal einen Tortenring geben und auf die Größe einstellen. Und jetzt stellen wir die Füllung her. Für die Creme brauchen wir 300 Gramm Schmand, 200 Gramm Sahne. Wer mag, kann noch 40 Gramm Eierlikör hinzugeben. Das ist optional oder ihr verwendet einen anderen Likör. Ihr könnt es aber auch komplett weglassen. 50 Gramm Zucker und dann habe ich hier einen gut geholfenen Teelöffel Zimt. Da könnt ihr auch variieren, wie zimtig ihr es haben wollt. Und damit die Creme dann schön fest bleibt, habe ich hier ein Päckchen gemahlene Gelatine. Ihr könnt natürlich auch eine andere Alternative verwenden. Bei der gemahlenen Gelatine ist es so, dass wir die eben in 6 Esslöffel kaltem Wasser 10 Minuten quellen lassen müssen. Falls ihr natürlich andere Produkte verwendet, müsst ihr es natürlich nach Packungsbeilage machen. Und in der Zwischenzeit können wir schon mal unsere Creme vorbereiten. Für die Creme schlagen wir die Sahne steif auf. Das mache ich hier jetzt mit meiner Küchenmaschine. Ihr könnt es natürlich auch mit dem Handrührgerät machen. Und die restlichen Zutaten verrührt ihr einfach in einer Schüssel miteinander. Das könnt ihr ganz einfach mit einem Schneebesen machen oder mit einer Küchenmaschine, aber es muss nur ganz kurz miteinander vermischt werden. In einer Schüssel gebt ihr heißes Wasser und dann stellt ihr die Schüssel mit der gequollenen Gelatine darüber und verrührt es so lange, bis sie sich komplett aufgelöst hat. Ist eure Gelatine dann flüssig, dann gebt ihr 2 Esslöffel von der anderen Masse da rein und verrührt es gut, damit ihr später keine Gelatine-Klümpchen habt. Und das gebt ihr jetzt in die komplette Masse hinein und verrührt es gut. So sieht die Masse jetzt aus. Ist gut wichtig, dass ihr gut durchrührt, dass ihr keine Gelatine-Klümpchen bekommt. Und da heben wir jetzt noch die Sahne unter. Und wichtig ist eben, dass ihr das wirklich nur unterhebt und nicht verrührt, da euch sonst die Sahne wieder zusammenfällt. Wenn eure Creme dann so ausschaut, dann können wir schon die Torte befüllen. Wir schichten jetzt die Torte und ich habe jetzt hier meinen abgekühlten Apfelkompott und unsere Creme. Und wenn wir das jetzt schichten, zeige ich euch jetzt. Wer mag, kann jetzt den Boden auch noch mit etwas Eierlikör oder anderen Likören tränken. Oder ihr gebt, wie ich, gleich den Apfelkompott darauf. Dann nehme ich jetzt ungefähr 1/3 von der Masse. Habt ihr das gleichmäßig verteilt, gebt ihr die Hälfte von eurer Crememasse darauf. Die könnt ihr eben mit so einer Winkelpalette verstreichen oder zum Beispiel einem Tortenheber. Wenn ihr einen ganz geraden Abschluss habt, könnt ihr euch auch noch so eine Teigkarte zu Hilfe nehmen. So, und darauf gebt ihr dann euren zweiten Tortenboden drauf. Den könnt ihr jetzt wieder tränken oder es weglassen und jetzt machen wir wieder die gleiche Schichtung. Also erst wieder Apfelkompott und dann die restliche Creme. Ihr könnt natürlich den letzten Boden so ganz normal drauf geben und den kompletten Apfelkompott innen drin verteilen. Ist auch sehr lecker, aber wir machen heute eine schöne winterliche, weihnachtliche Deko. Und deswegen nehme ich mir jetzt einfach so einen Sternausstecher und steche aus dem Biskuitteig Sterne heraus. Ich habe jetzt hier meinen schönen Tortendeckel mit den ausgestochenen Sternen. Die müsst ihr übrigens vorsichtig ausstechen, dass euch der Biskuitteig nicht zerbröselt. Und den geben wir jetzt ganz langsam und vorsichtig oben drauf. Und die Sterne befüllen wir jetzt noch mit dem restlichen Apfelkompott.
So schaut es fertig befüllt aus. Ich finde die großen ein bisschen schöner. Ich würde darauf achten, nicht zu kleine Sterne zu machen. Und mit den übrig gebliebenen Sternen, man muss jetzt noch dekorieren. Ich werde mir jetzt die ausgestochene Sterne nochmal in der Mitte durchschneiden, weil sie mir so zu dick sind und so schöner aussehen. Außerdem kann man sie so noch schön außenrum kleben. Am besten stellen wir die Torte auch eine Stunde lang kühlen, dass die Gelatine fest wird. Und jetzt nehmen wir noch den Tortenring ab. Super großer Sieb. Ich habe leider keine anderen mehr. So könnt ihr diese Torte jetzt schön servieren. Wir finden sie ganz lecker und schön winterlich durch eben diesen leckeren Apfelkompott und dieser Zimtcreme und diesen Lebkuchenbiskuit. Hat eine schöne Note. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Rezept gefällt. Ich würde mich über ein Däumchen und einen Kommentar freuen. Ich verlinke euch unten in der Infobox meinen Blog. Da kommt ihr dann auf das Rezept, da könnt ihr alles nochmal genau nachlesen. Da verlinke ich auch immer meine Facebook-Seite, weil ich würde mich ja freuen, wenn ihr es nachfolgt, mit einem Bild zu senden. Und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen, eine schöne Weihnachtszeit und bis bald. Tschüss!